Willkommen auf dem Channel Movie Makers 011. Ich bin Xtampool. Ja, heute präsentiere ich euch wieder einen sehr schlechten Film. Themenwoche diese Woche lautet: Der schlechteste Film aus deiner Sammlung. Ja, was ist mein schlechtester Film? Konkret kann man das nie sagen, dass es genau einen schlechtesten Film gibt. Aber ich werde einen vorstellen, weil ich habe ja mehrere. Wollten wir sagen bezüglich Filmfan 104, weil er mir beim Wichteln die Terrorhaus-DVD gegeben hat, das ist kein Thema. Der Film ist wirklich beschissen, schaut euch mal die Review an von Movie Makers 011 von Terrorhaus, ist wirklich ein beschissener Film. Aber gut, das hat jetzt nichts mit meine Review zu tun, fangen wir gleich an. Der Film heißt Meet Bill. Ich weiß nicht, ob den wer kennt. Ich habe diesen Film vor der Videothek. War blind gekauft, muss ich sagen, den Film kenne ich nicht. Der Schauspieler sagt mir schon was. Das ist, glaube ich, der Aaron Eckhart, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ja, zum Film, also der Film für meine Begriffe heute, Mann, kann ja jeder anderer Meinung sein, müsste man nur sagen. Für meine Begriffe hat der Film null Handlung. Es ist eine 0815 Komödie, ist nämlich eine Komödie, dieser Film. Und es ist wirklich für meine Begriffe nur ein Scheiß. Die Frau betrügt, es ist eine extrem seichte Handlung. Gut, es gibt viele Filme mit seichten Handlungen. Schaut sich American Pie an, aber das. Ja, ich weiß auch nicht, der Film hat mir überhaupt nicht taugt. Die haben mir nicht ganz zum Ende geschaut, oder doch? Bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf jeden Fall ist der sowas von beschissen. Zur Handlung, was soll ich sagen? Es geht eigentlich nur darum, dass die Frau von ihm betrügt. Und dass er versucht, die wieder zurückzugewinnen. Und am Ende irgendwie funktioniert es dann doch wieder, glaube ich. Es ist so eine seichte Handlung. Es hat null Handlung drin. Und es ist voll langweilig. Aber überhaupt nicht witzig, stellenweise, finde ich. Aber gut. Es ist FSK 12. Von der Videothek, wie man schwer erkennen kann. FSK 12 hat. Ja gut, der Ton ist eigentlich relativ gut, der Digital 5.1, der Film dauert 89 Minuten, ist glaube ich geschnitten. Ja, aber es gibt so viel zu sagen, also der nicht kaufen die DVD, auf keinen Fall kaufen. Ich habe deswegen nur mitgenommen, weil für meine Begriffe ziemlich billig war, 1,99. Obwohl, da habe ich schon ein paar Schnäppchen gelandet. Man findet bei den Videotheken oft recht günstige Sachen. Nur ein kleiner Tipp. Auf jeden Fall, der Film ist einfach nur Kacke. Ich würde mal sagen, jeder landet einmal Fehleinkäufe und macht einmal, kauft sich mal einen schlechten Film. Das sind halt die sogenannten Blindkäufe, die dann in die Hose gehen. Aber ja, so wie dazu. Es ist jetzt allerdings kurz, ich glaube, wir werden noch einen zweiten schlechten Film dazu hören. Oder zu deinem Film kann ich habe das 10 Minuten geschaut, den Film, ich habe über die Berg kommen müssen, weil es so schlecht war. Aber nur kurze Vorstellung, Cowgirl mit, ja, der zwar auch 2 Euro kostet. Ja, man landet halt dann doch immer schlechte Einkäufe. Der hat 78 Minuten, FSK 12, also mir hat überhaupt nicht gedacht. Ich hab den nachher wieder ausschalten müssen, weil er einfach so scheiße ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern über die Handlung, aber ich kann euch nur sagen, die zwei Filme würde ich mal auf keinen Fall kaufen. Nur Müll. Aber ja, was soll man machen? Sowas passiert selbst mir mal, gell? Ja, Kirchenglocken. Pünktlich um 3:15. Mehr. Aber ja, der Film mit ab 12, ja, da bin ich wieder 5.1. Also,
Ich kann euch mal sagen, meine persönlich schlechtesten Filme. Mir ist kurz vor. Ja, ist ja wurscht. Ich finde Terrorhaus jetzt sind gerade auf jeden Fall sind das die drei Filme. Terrorhaus und die zwei Filme. Ja, jetzt ist Musik hinten müssen, entschuldigen. Außer vor der Kirche, Musikantenstadel und so weiter. Die Review ist ein wenig kurz, aber was sagen wir jetzt? Zu schlechten Filmen kann man nicht viel zur Handlung sagen, weil es dir einfach nicht interessiert. Wenn dir ein Film nicht interessiert, dann wirst du gar nichts merken, sondern ist einfach nur beschissen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen kann man doch über einen schlechten Film, kann man eigentlich keine Handlungsreview machen, also kann die Handlung nicht vorstellen. Es ist einfach nur kein interessiert, beschissen der Film ist. Beschissen bleibt beschissen. Also, war mal kurze Review. Fertig.